Ja, das Kunstmuseum St. Gallen freut sich sehr, mit Memory of Light, Light of Memory, Alexander Hahn erneut zu Gast zu haben. Wir hatten schon die große Freude, diesen wichtigen Künstler der Schweizer Videoszene 1991 in St. Gallen zu zeigen, in einer Installation des Bernoulli Itinerary. Und seine innovative Videokunst wird jetzt hier in Werken und Werkgruppen von 23 Objekten im Kunstmuseum St. Gallen gezeigt. Die Welt von Alexander Hahn ist extrem komplex. Er ist eigentlich ein wissenschaftlicher Forscher auf dem Gebiet des Videos und hat sich sehr stark auch mit Naturwissenschaften befasst. Ihn interessiert das Bild und das Bild, wenn es wegrutscht, wenn es quasi zu einem Symbol für die inneren Bilder, für die Traumbilder des Menschen wird. Die Arbeit heißt A Boy by the Ganges. Der Auslöser war dieser Boy, der sich einfach ins Bild reingesetzt hat. Ich war nämlich dran, die Figurengruppe im Hintergrund aufzunehmen. Und plötzlich stellt sich dieser Junge sehr selbstbewusst, das ist da eine unglaubliche Selbstbewusstheit, die er da hat, vor die Kamera und beginnt sein Spiel. Und in der Betrachtung dieser Szene habe ich also erst gesehen, was er mit den Augen macht und was er mit dem seltsamen Cookie in der Hand eigentlich macht. Und meine Aufschlüsselung des Bildes war, dass er den Halbgott Krishna nachspielt. Das ist der indische Gott, der eben die Querflöte spielt. Ja, im Hintergrund ist eine ganz neue Arbeit zu sehen, Transit of Earth, eine LED-Arbeit, großflächig, wo wir quasi aus dem Weltall auf die Sonne schauen. Eine Lupe gibt dann Sequenzenpreis, die zeitlich synchron sind mit diesen Monatsbildern. Also sind alles Arbeiten, die im entsprechenden Monat dann von Alexander Hahn gefilmt wurden. Es geht also von der großen Perspektive des Weltalls zur Mikroperspektive, zum ganz genauen persönlichen Beobachten und geht wieder nach außen.